Und hier sage ich mich dann schon während seiner Verwandlung Hallo zum neuen Part. Und mit einer wahren Mehrheit von 4 zu 1 nehmen wir das Geschenk an. Und hopp. Ja, lecker. Und jo, es hat funktioniert. Vorhin, als ich es aufgenommen habe, ist mir das Spiel abgestürzt. 2 Minuten lange Aufnahme. Okay. Oh, verdammt, hier ist es hell. Sieht ja aber hier arg verändert aus. Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Okay. Ich bin bereit, etwas für meine neue Kräfte zu lernen. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Mein Blut ist mächtig. Zuerst wird der Körper davon überwältigt. Nach meinem Biss brecht ihr zusammen und fallt in einen tiefen Schlaf. Euer Körper hat sich nun an das neue Blut gewöhnt, das durch seine Adern strömt. Ich versichere euch, euch ist nichts geschehen. Eure Stärke beeindruckt mich sehr. Nur wenige Sterbliche können meiner Umarmung standhalten. Ich bin auch ein Drachenblut. Was ist das hier für ein Ort? Ein Schrein zu Ehren von Molag Bal, dem Daedra-Prinzen und Schöpfer unserer Art. Unsere Macht ist sein Geschenk. Er war es, der mir als Erstem das Geschenk des Blutes der Alten verlieh. Ihr habt einen Pakt mit Molag Bal geschlossen? In einer Zeit, die von der Geschichte vergessen wurde, herrschte ich als mächtiger König. Mein Reich war riesig, meine Reichtümer endlos und meine Macht unbegrenzt. Und dennoch, als das Ende meiner sterblichen Existenz näher kam, begegnete ich einem scheinbar unbezwingbaren Gegner, meiner eigenen Sterblichkeit. Ich gab mich Molag Bal hin und opferte in seinem Namen 1000 Unschuldige. Im Gegenzug gab er mir, meiner Frau und meiner Tochter ewiges Leben. Und so habe ich selbst den Tod besiegt. Ich bin bereit, was meine neuen Kräfte zu lernen. Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug, das den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. Nutze deine Vampirfürstenkraft. Das ist unter Magie, Schreie oder Kräfte. Vampirsicht, Vampirsklave, Vampirfürst. Ausrüsten. Die Schreitaste in gewisser Weise drücken. Nutzt die Macht des Blutes der Alten. Tut, was ich verlange, dann wird in dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr mit der Kraft der blutigen Toten auferwecken. Ihr könnt außerdem die Mächte der Macht anrufen, um euch in einen Fledermausschwarm zu verwandeln und in einiger Entfernung wieder zu erscheinen. Wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Drücke Schleichentaste, um zwischen Magie und Nahkampfmodus zu wechseln. Lange, dann wird die landen, damit ich euch noch mehr beibringen kann. Wie lande ich denn schleichen? Ach, so Steuerung. Zu Boden seid ihr. Der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit der Zeit werden eure Kräfte zunehmen und ihr werdet neue Wege entdecken, eure Begabungen einzusetzen. Drücke die Inventartaste, um Vampirbaum zu. Okay. Okay. Und das hier ist der sogenannte dann Vampirstammbaum. Gibt's auch dann für die Wölfe. Es gibt viel zu lernen. Doch wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige.
Wähle deine Kräfte im Favoriten. Moment. Tod erwecken, Vampirsicht, zurückverwandeln, Fledermäuse. Eines müsst ihr tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Nacht und Blutmagie. Solltet ihr wie ein gemeiner Vampir den Einfluss der Sonne lindern wollen, so halte ich immer einige Diener in der Burg dafür bereit. Das ist alles, was ich euch beibringen kann. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, die ist nur zu sagen. Ich habe eine Aufgabe, die eure neuen Kräfte auf die Probe stellen wird. Doch sprecht. Habt ihr noch Fragen? Was muss ich darüber wissen, ein Vampir zu sein? Als Vampir gewinnt ihr neue Kräfte, aber ihr werdet auch anfällig für Sonnenlicht. Mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass ihr euch nähert, fügt euch diese Anfälligkeit mehr Schaden zu. Doch gleichzeitig wachsen auch eure Kräfte. Nährt euch von denen, die schlafen. Und eure Anfälligkeit für Sonnenlicht wird so abnehmen wie eure Kräfte. Könnt ihr mir noch einmal erzählen, was es bedeutet, ein Vampirfürst zu sein? Wenn ihr euch in einen Vampirfürsten verwandelt, werdet ihr in der Luft schweben. Gebietet über die Kräfte des Blutes und der Nacht. Sinkt auf den Boden hinab. Dann könnt ihr mit euren Klauen angreifen und euch von euren Opfern nähren, um eure Stärke wieder zu gewinnen. Mit steigender Erfahrung steigen auch eure Kräfte an und ihr werdet neue Wege entdecken, sie einzusetzen. Ich bin bereit, mich um diese Aufgabe zu kümmern. Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Okay. Ich fliege. Wenn ihr etwas braucht, sagt es. Ich kann immer noch eine gute Formel schmieden. Ich stehe über solchen Streitigkeiten geschickt. Ich lebe schon. Ah ja, ich glaube, ich muss mich dafür zurückverwandeln. Nicht so lange, als dass ich mir darüber Gedanken machen würde. Ich habe schon mehr als genug politische Taktiererei im Hause Dres erlebt. Das konnte ich damals schon nicht leiden und ich kann es auch heute nicht. Ich habe Nachricht von Harkon. Harkon, vergesst euch nicht. Nun, was wünscht unser Fürst? Er sagt einfach, es ist an der Zeit. Nun gut. Er will also den Kelch. Kelch? Ihr habt von dem Blutsteinkelch gehört? Nein. Es handelt sich um ein gut gehütetes Geheimnis. Der Kelch befindet sich schon eine geraume Zeit in Fürst Harkons Besitz. Richtig angewendet, kann er die Wirkung unserer Kräfte verstärken. Er hat seit langer Zeit darauf verzichtet, ihn zu nutzen. Wenn er ihn jetzt gefüllt haben will, kommen große Dinge auf uns zu. Das ist gut. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Fürst Harkon hat sich nie um den Kelch geschert. Hat ihn auf seine mehr als ausreichenden eigenen Kräfte verlassen. Das ist eine faszinierende Entwicklung. Entschuldigt uns. Ich muss den Blutsteinkelch holen. Der Kelch? Warum? Was habt ihr vor, Garan? Fürst Harkons Befehle, Ortjolf. Beruhigt euch. Unser Freund hier hat den Befehl erhalten, den Kelch zu füllen. Tatsächlich? Wirklich. Er ist zur Rotwassergrotte unterwegs. Und dann? Viel Glück. Vingalmo und Ortjolf sind Harkons engste Berater. Sie werden sicherlich sehr überrascht sein, zu erfahren, dass ihr den Kelch nehmt. Okay, wir haben anscheinend eine richtig große Ehre zuteil bekommen. Und da wären wir. Dieser Kelch muss direkt an der Blutquelle in der Rotwassergrotte gefüllt werden. Aber das ist noch nicht alles. Wenn das geschehen ist, muss das Blut eines mächtigen Vampirs hinzugefügt werden. Denkt daran, dass die Rotwassergrotte... Nun sagen wir, dort leben derzeit weniger angesehene Mitglieder der Gesellschaft.
Ihr habt die Wahl, ob ihr euch mit ihnen abgeben oder gewaltsam vorgehen wollt. Eilt schnell zurück. Ihr wollt Fürst Harkon nicht warten lassen. Okay, wir haben jetzt schon direkt die erste Aufgabe bekommen. Erfüllen wir doch direkt mal und gehen direkt ins Land von Skyrim. Wobei ich noch nie Skyrim gelesen habe, sondern bisher immer Himmelsrand. Ich glaube, liegt am Addon. Wow. Okay, das ist anscheinend der Effekt, wenn wir ins Sonnenlicht geraten. Nett, nett. Da wechsle ich doch lieber mal zum Bogen und drücke F5. Einfach nur, damit wir es jetzt hier gespeichert haben. Wegstecken. Verdammt, erstmal komplett mit den Tastenbelegungen durcheinander kommen. Reisen wir jetzt wieder mit dem Boot zurück. Ja, die Bootfahrt, die ist schön, die macht Spaß und sonst irgendwas. Ja, hier haben wir leider keinen Mann am Hafen, der uns fährt. Schade. Wo müssen wir? Okay, ich suche. Ah, klar. Klar, ich laufe mal eben bis nach da unten. Logo. Ja, mach mal von Trevers Wacht aus. Ich habe jetzt keine große Lust zu wandern. Er sieht ja fast so aus wie der Höhlentroll aus Herr der Ringe. Die Dämmerwacht verfügt über Kampftrolle, die zum Kampf gegen Vampire eingesetzt werden. Oh, scheiße. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich doch den Werwolf hätte nehmen müssen. Ja. Nehmen zu, weil du hungerst. Dein Vampirblut weilt im Sonnenlicht. Und Vampirverführung hinzugefügt. Ist das jetzt eine aktive Kraft oder so eine Anfälligkeit für Feuer? Anfälligkeit für Sonnenlicht, Champion der Nacht. Das bringt Vampire, Illusionshaber sein Pro mächtiger. Ja, okay, Frostresist. Das Vampirlotweil gegen Frost ist super. Okay, ich bin giftresistent. Ich bin krankheitsresistent. Vampire sind beim Putzen schwerer zu entdecken und Seemanns. Ja, okay. Das sind eigentlich ganz nette Dinger. Die Kräfte. Vampirverführung, Kreaturen und Person bis zu kämpfen nicht lange nicht. Belebt mächtige Toten wieder und lässt die 60. Okay, Vampirsicht. Verbessert Nachtsicht. Okay, Vampirfüß, setzt auf das und. Ich kann natürlich auch den Schrei wieder ausrüsten. Nehmen wir mal immer noch den Feueratem, der hat sich bisher immer bewährt. Warum ich übrigens kein Pferd jetzt momentan nutze zum Vorwärtskommen. Keine Ahnung, ich fand Laufen irgendwie netter. Ja, bitte? Ja, okay, ich glaube, die campen hier einfach nur. Ja, ein bisschen campen ist ja nicht schlecht. Okay, wir haben schon direkt einen Drachenkontakt. Ist ja nett. Ich glaube, die Festung ist feindlich. Ist mir aber gerade egal. Ich klopp mich. Ach, ich habe keine Ausdauer wegen des Sonnenlichts, glaube ich. Weil ich Vampir bin. Das geht mir echt so auf die Ausdauer. Scheiße. Dann wird das Kämpfen noch im Laufe der Zeit richtig spaßig im Licht. Boah, ab sofort bewege ich mich nur noch nachts. Drache. Diese Art von Flug ist mir jetzt neu. Bei Drachen. Ja, nehme ich. Oh, und ich bin immer noch nicht mal annähernd überladen. Ja, Trevers Wacht, ich erinnere mich. Das war ja die Mission, wo ich da rein musste. Um da in das zurückzugewinnen. Na toll, ich kann jetzt auch nicht ranzoomen, weil ich keinen Anzoom habe. Also weil ich keine Ausdauer habe, ist blöd. Ist echt blöd. Boah, ey, Vampir sein kotzt mich ja jetzt irgendwie gerade an. Aber ist doch irgendwie auch was Nettes. Ach, wozu kloppen? Die regeln das schon. Ja, okay. Aber ich habe keine Ausdauer. Und mein Leben regeneriert sich auch nicht mehr von alleine.
echt super. Die haben auch Wölfe. Scheiße, ich habe keine eigene Lebensregeneration mehr. Ausdauer habe ich auch keine. Also ist das praktisch so, dass mein Vampir-Dasein mir das Leben hier gerade richtig schön schwer macht. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht sprinten, ich kann mich gerade nicht selbst regenerieren. Ich muss also alles über das Vampir-Sein machen oder auf die Nacht warten. Okay, also im Großen und Ganzen stehe ich jetzt für meine täglichen Aktionen so richtig schön blöd da. Ich habe wieder glücklicherweise einen Extra-Spielstand, das heißt, ich kann auch einfach laden und sagen, ach nee, wir gucken da doch nochmal. Ich gucke mir jetzt einfach erstmal, sagen wir mal, 5 Parts lang an, wie sich das hier mit dem Vampir-Sein bei mir einfädelt. Und wenn ich damit überhaupt nicht klarkomme, dann sage ich, wir lassen es doch sein, auch wenn es euch lieber wäre. Rotwassergrotte. Wenn ihr geschäftlich hier seid, geht weiter. Ansonsten verschwindet lieber. Ja, halt die Klappe. Wisst ihr, ich passe hier nur auf. Das, was ihr sucht, findet ihr im Haus unten. Die Schlacht vom Roten Berg. Cool, nehme ich mit. Rotwassergrottenposten und hier geht's runter. In die Rotwassergrotte. Nett. Boah, aber jetzt mal ernsthaft, dass ich nicht regenerieren kann, ist ja doch schon blöd. So, allein schon wegen des Sonnenlichts, das ist ja echt, boah, nee. Boah, ey, nee, und jetzt lädt er sich auch im Wort? Nee, doch nicht, cool. Da fällt mir sogar gleich der Kopfhörer aus dem Ohr, das ist ja unpraktisch. Ah, sobald ich aus der Sonne raus bin, funktioniert aber wieder alles. Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch, oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Boah, also nee, meine Waffen gebe ich jetzt nicht ab, deswegen. Boah, ey, nee. Boah, ey. Boah, bin ich gerade froh, dass ich nicht anfällig bin. Boah, ey, dann knacke ich halt eben das Schloss. So schwer kann das doch unmöglich sein, das ist auch nur ein Adeptenschloss. Boah, ey, nee. Da haben wir es doch. Jetzt habe ich es endlich. Yay! Okay, jetzt ist der Diener auch schon scheiße auf mich drauf. Okay, der ist tot. Ach cool, haben wir sogar jetzt Gold gekriegt. Boah, die stellt eh auch nichts aus, ey. Dann komme ich einmal an, schieß. Und der kippt um. Hier haben wir den Portier. Der auch nichts aufmacht. Bei uns zumindest. Ist ja auch cool. Ja, cool. Nehmen wir einfach nur mal hier den Helm mit. Mehr braucht man nicht. Also ich schieße auch gerade lieber mit dem Bogen, weil ich hier definitiv mehr Pfeile für habe. Komm, Gold nehmen wir auch noch mit. Kann wir ja immer gebrauchen. So, ich töte die einfach alle mal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen was für uns. Ja, der hatte wenigstens unsere Pfeile wieder. Schemaplatte, leere Skuma-Flaschen sind überhaupt nichts wert. Aber trotzdem. So, der Adlige ist auch tot. Ich mache dich einfach mal platt, weil mich das ganze Große hier aufregt. Oh, der war schon platt. Achso, gut, okay. Ein kaiserlicher Deserteur. Ach, guck mal, der hatte sogar ein bisschen was für uns. Eine Kaiserrüstung. Ja, nee, die brauchen wir ja nicht mehr. Ich glaube, das ist das Klo, das improvisierte. Goldbeutel, Gegengriff, Krankerteilung. Ja, brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Eine beschlagene Rüstung hätte ich ruhig liegen lassen können, aber ach, wozu?
Wozu? Wozu? Da haben wir einen Vampir-Diener. Und noch ein Vampir. Da können wir eigentlich genauso gut platt machen, ne? Mit unserer Vampirgestalt, aber ach, wozu? Ich mach jetzt noch erstmal so. So, ist der hin? Wo ist der hin? Da hinten hat er sich verwandelt. Ah, okay, ich dachte, ich treffe ihn noch. Boah, ey, nee. Ich hasse es, wenn die mich bezaubern, also mit Zauberkräften angreifen. Das kotzt mal so an. Das ist voll assi. Komm, nein, nein, ich sterb nicht, sondern du stirbst. Ich habe hier mein Superschild. Okay, ich warte noch einen Pfeil ab. Und Schuss. Und anvisieren. Okay, da habe ich leider daneben geschossen. Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und keine Ausdauer mehr. Ich hoffe einfach mal, dass er trifft. Nee, der war zu tief. Anvisieren, Schuss. Boah, ey, nee. Ah, jetzt habe ich sie endlich. Okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und darunter haben wir auch noch einen Vampir-Diener. Nehme ich. Verdammt, schon wieder das falsch mitgenommen. Egal, ist ja egal. Wir können es uns ja erlauben. Ne? So wie jetzt als neuer Vampir. Na ah, cool. Dietrich. Und ein Beschwörer-Novize mit einem Stab. Cool. Wo Bücher nehmen wir auch einfach alle mal mit. Das ist übrigens ein Zauberbuch gewesen, was ich da mitgenommen habe. Deren besondere Funktion ist, mit denen kann man Zauber lernen. Schlafbaumsaft. Gift der Auszauber, Mondzucker. Oh, richtig viel Mondzucker. Ist ja cool. Ist echt cool. Cool, cool, cool. Nee, nee, nee. Wow. Nee, klar. Ist mir doch egal. Nehme ich einfach mal alles mit, was sie hier haben. Mehr als schlimm kann es ja nicht sein, daher. Und wegschmeißen können wir es ja trotzdem noch. Wa? Daher, wir können uns ja wirklich hier alles nehmen, was wir wollen. Wie komme ich jetzt da hoch? Boah, nee, ich muss ja nicht wirklich hier unten rumlaufen, um dann da oben einen Hebel zu drücken, um dann da oben reinzukommen, oder? Doch, muss ich. Verdammt. Nee, klar. Ich glaube, ich habe gerade ins Mikro gepustet. Ach, egal. Egal. Egal, habt ihr kurz mal dieses komische Rauschen, was passiert, wenn man irgendwo reinpustet, was man nicht sollte. Aber egal. Und nee, ich glaube für die Dorngrad haben die neue Bücher rausgebracht und die sind nicht mehr in meiner Bücherliste vorhanden. Ah nee, klar. Ist egal, ich lese dann trotzdem die Bücher und die von Dorngrad. Wenn ich die nicht in der Liste finde, dann. Dann. Trage ich die in der Extraliste ein und versuche ich über meine Extraliste noch damit zu arbeiten. Cool, die Itriche, so. Ist ja selten. Woodcutter-Axt. Ist jetzt übrigens wegen meinem Schmiedemode so, dass das Englisch ist. Ah, guck mal, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Mit Feinkontakt? Ne, ohne. Da hängt sogar mal ein Pfeil drin. Warum habe ich hier denn komische. Da hinten liegt sie doch. Okay, die muss ich eben noch durchsuchen. So, jetzt habe ich es. Jetzt springe ich doch eben schnell nochmal hoch. Wir als Vampir können das ja. Jetzt bin ich ein Ork und ein Vampir. Ja, nee, ich weiß, frag mich jetzt, ob ich überhaupt noch die Werwolf-Quest irgendwie nachmachen kann, sobald ich mit der Vampir-Reihe hier durch bin. Also ich versuche es auf jeden Fall mal zu machen. Wenn es nicht geht, dann versuche ich auf den jetzigen Spielstand, den ich das letzte Mal genommen habe, nochmal zuzugreifen und dann mache ich schnell nochmal die Vampir-Quest durch. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wenn das so nicht funktioniert, das ist blöd, weil da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, um euch dann noch die Werwolf-Quest zu zeigen, weil ich habe ja gesagt, ich mache das gesamte Spiel.
Wenn ich sage gesamte Spieler, meine ich auch gesamte Spieler. Das heißt, ich mache echt alles problemlos. Naja, wir haben ja Frostresistenz, aber trotzdem so ein schöner Headshot und der Kill. Der macht jeden platt. Und wir haben noch einen Stufenaufstieg erwischt. Ich müsste übrigens als Vampir kämpfen, um diesen Vampiraufstieg zu kriegen. Habe ich nur gerade so überhaupt keine Lust drauf. Ich mag die Vampire dafür zu wenig. Also ich bin kein großer Vampirfreund. Aber ich wollte unbedingt die Vampir-Quest-Reihe auch machen, nur alleine um an seine werte Tochter ranzukommen, ne? Da habe ich auch einen kleinen Hintergedanken. Einen klitzekleinen Hintergedanken. Aber den interessiert ja nicht. Was vorerst wichtig ist, ist, ich bin Vampir und ich muss jetzt hier irgendwie die Vampir-Reihe durchmachen und mich hier durch die Gegend prügeln. Und am besten auch noch eine schöne giftige Falle auslösen, die mir echt ein bisschen Leben abzieht. Ich bin ja zum Glück giftresistent. Die ist ja bei mir da, deswegen ist das ja nicht schlimm. Obwohl ich jetzt ein bisschen verschwommenes Bild habe. Naja, so ein bisschen muss das Blut ja auch wirken, ne? So ein bisschen Wirkzeit braucht ja jede Tablette. Boah, nee. Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Scheinbar in die Richtung. Guck ich einfach mal auf die Map. Ach, hinter mir ist doch ein Weg. Ah. Hebel. Auch und hier, die Dinger sind auch ganz nett. Die bringen immer ein bisschen Feuer in die ganze Geschichte. Wenn man also Feinde hat, Ding auslösen, Feuer, Feind brennt weg. Im Idealfall. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass es nicht so funktioniert. Das sind persönlich mal ganz blöd. Das finde ich persönlich mal ganz blöd. Ah. Ein Hühnchen. Zwei Hühnchen. So, Hund Nummer 1. Dachte ich, mache ich platt, aber dem war wohl nicht so. So. So, Hund Nummer 1 ist jetzt aber platt. Sie. Ist hoffentlich auch gleich da. Der nächste Hund ist weg. Ein Drauger. Irgendwie so ein blöd da rumstehender. Der bloß gelebt hat, weil sie da war. Nett. So, ich heile mich mal eben. Können wir mal wirklich die Magika benutzen. Schalala. Warten wir eben. So, Lebensleiste ist voll. Was hat sie denn Schönes für uns? Vampirstaub, Zaubertrank und zwei Stahlpfeile. Verdammt, jetzt habe ich mehr mitgenommen. Aschaffen hat Gold. Der Hund hat Hundefleisch. Todeshund hat dann zwei Stahlpfeile. Der nächste hat Hundefleisch. Genau den gleichen Kack wie der andere Hund eigentlich. Ah ja, ich bin der Bogentyp. Seelenstein. Kein Verzauberer. Beschädigtes Buch. Brauche ich alles nicht. Feuer. Schlafen im Sarg. Der Ausgang. Ich kann übrigens hier wirklich drin schlafen. Ich gucke dann hier drauf. Dann lege ich mich rein. Es ist mein neues Bett, sage ich mal. Sammeln Hängemoos. Haben wir hinten noch was in der Ecke? Nee, haben wir nicht. Schade. Schade, schade, schade. Gold 14. Nett. Okay, da ist nichts. Ui, ich drehe mich im Kreis. Rundherum. Öffnen. Rotwasserquelle. Schon wieder eine Rotwasserquelle. Boah, Mensch, wie lange da brauche ich? Oh, 108. Schöne Zahl. Ja. Cool. Ich glaube, damit haben wir es geschafft. Oder auch nicht.